Hi Leute, willkommen beim Phantasis Studio. Willkommen bei einem Unboxing der etwas anderen Art. Und zwar möchte ich euch heute mal für Warhammer Age of Sigmar den Order Battle Tome der Stormcast Eternals zeigen. Das ist quasi, ja, kann man so sagen, das Armeebuch der Stormcast Eternals. Ein bisschen anders aufgebaut, ein bisschen anderes Konzept als jetzt zum Beispiel die alten Armeebücher von Warhammer Fantasy oder 40k. Und wir blättern das Ganze mal ein bisschen durch. Ich habe mir ein paar Notizzettel da reingeschoben, damit man das auch, damit ich euch ein paar besondere Sachen zeigen kann, die dieses Buch ja unterscheidet von anderen Armeebüchern, die man sonst so von GW kennt. Vom groben Aufbau her kann man sagen, ist es erstmal schon sehr ähnlich zu den klassischen Armeebüchern. Wir haben so ein bisschen den Hintergrund zu den Stormcast Eternals. Eine Beschreibung der ganzen Streitkräfte bzw. der sogenannten Stormhosts. Das sind die, man kann sagen, Orden, die verschiedenen Orden der Stormcast Eternals. Wir haben dann die ganzen Einheitenwerte. Und was das Ganze eben auch noch ein bisschen unterschiedlich zu den klassischen Armeebüchern macht, ist, dass das Ganze doch sehr stark mit sehr viel Fließtext umgeben ist. Das heißt, man kann das quasi wie ein ganzes Buch flüssig durchlesen. Es ist nicht so zwingend so das klassische Nachschlagewerk, würde ich sagen. Und es gibt noch ein paar Szenarien, die drin sind, die auch nochmal so klassische besondere Schlachten, sogenannte Battleplans der Stormcast Eternals präsentieren. Und dadurch unterscheidet sich das Buch schon in ziemlicher Hinsicht. Ich blätter hier gerade mal durch. Also fantastische Illustrationen, absolut großartig, gefallen mir echt gut. Übrigens in dem gesamten Buch immer noch kein einziger Stormcast Eternal zu sehen, der mal seine Maske bzw. seinen Helm abgenommen hat. Wirklich, die haben alle diese Maske auf. Ich habe wirklich nachgesehen und ja, da ist nichts. Viele, viele Illustrationen, teilweise schon aus den vorherigen Büchern meines Erachtens bekannt. Und ja, jede Menge ein tolles neues Artwork aber auch dabei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwo gehört, dass Games Workshop angeblich den Künstlern die Vorgabe gegeben hat, dass nur noch Dinge gezeichnet werden dürfen oder sollen, die es auch tatsächlich als Modelle bzw. Einheiten im Spiel gibt. Das finde ich ganz interessant, sollte dieses Gerücht stimmen, weil dann kann man nämlich auf diesen großen Massenbildern so ein bisschen auf, ja, ich sag mal, Detailsuche gehen und gucken, ob man vielleicht irgendwo eine Einheit entdeckt, die es noch nicht als Modell gibt und dass man daran, ja, anhand der Illustration vielleicht so ein bisschen erraten kann, was als nächstes für Age of Sigmar erscheint. Ich springe gerade mal weiter und zwar hier dieses Kapitel über die Stormhosts, also die sogenannten Orden. Das ist so der gesamte Ordensaufbau. Etwas Ähnliches gab es ja, glaube ich, auch schon in anderen Age of Sigmar Büchern. Und was ganz nett ist, es werden dann hier so die einzelnen Einheiten beschrieben, so als Text. Das kennt man auch ganz gut aus den 40k-Armeebüchern. Die Lord Relictors, Lord Castellans, Knight Vexillor und wie sie alle heißen. Alle mit einer eigenen Illustration. Das kennt man ja, wie gesagt, aus den 40k-Armeebüchern ganz gut. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, sind die. Spring, spring. Genau, diese Sachen hier. Und zwar gibt es dann wieder auch, und das kennt man auch aus den vorherigen Armeebüchern, gibt es dann hier diese schematischen Darstellungen des Farbschemas und der Heraldik. Es werden leider keine Farben genannt von Games Workshop aus dem Sortiment. Das muss man sich dann so ein bisschen wieder selbst herleiten, beziehungsweise ich glaube, dafür gibt es dann wiederum die eigenen Bemalguides. Aber die gibt es dann wirklich hier für jeden einzelnen Orden, beziehungsweise jeden einzelnen Stormhost. Immer angefangen mit so einer Illustration und dann eben hier dieses, ja, nochmal so dieses Farbschema, Farbmuster. Das ist ein schönes Detail, gefällt mir. Hier dann noch alle die etwas kleineren Orden, beziehungsweise die jetzt nicht so groß eine Rolle, glaube ich, im Hintergrund spielen. Das sind die, die wir zum Beispiel fürs Studio gemacht haben. Dann springe ich mal weiter. Wir haben natürlich auch wieder einen klassischen großen Bilderteil mit den Miniaturen, die man eben sich ansehen kann. Im klassischen GW-Stil, wie man das kennt, mit dem vielen Nebel und der Beleuchtung. Ist auch sehr, sehr cool. Es gibt eine Bildergalerie wieder von den Modellen. Im Prinzip sind das aber die Produktbilder, kennt man ja auch schon. Wenn man mal hier nach hinten geht, kommen dann die War Scrolls. Also die Profilwerte der Einheiten. Im Prinzip gibt es die auch alle als Download. Kann man sich auch alle herunterladen, ausdrucken. Hier sind sie eben auch nochmal allesamt abgedruckt, dass man
ja, das hier in einem Buch auf einen Blick hat. Die Szenarien, da blätter ich doch noch gerade mal kurz zurück. Das hier sind auch wieder so die, das sind ja auch hier wieder so die klassischen Illustrationen, die es bei Age of Sigmar jetzt immer gibt. Ziemlich abgedrehte, fantastische, ja, ich will mal fast sagen, fragmentierte Welten, die immer so irgendwie, ja, man weiß es nicht, im Nirgendwo umherschwirren, irgendwelche Kontinentbruchstücke, die dann mit irgendwelchen Wirbeln oder ähnliches miteinander verbunden sind oder Säulen. Nee, das hier ist irgendeine Art Wasserfall. Das hat man jetzt schon öfters gesehen. Das ist wohl jetzt der Stil oder der Gedanke, wie man das Ganze darstellt. Ja, genau, hier, was ich euch noch zeigen wollte, es gibt jetzt eben auch wieder weitere Hintergrundgeschichten, klassisch wie die Stormcast Eternals unterwegs sind. Und dazu dann immer einen entsprechenden Battleplan, der das Ganze zusammenfasst. Natürlich kann man den dann auch mit anderen Fraktionen spielen. Für die Stormcast Eternals ist es natürlich dann prädestiniert, das zu verwenden. Und ja, meiner Ansicht nach, oder ein ganz wichtiger Punkt, den man einfach bei Age of Sigmar gemerkt hat, verwendet diese Battleplans, spielt nicht einfach drauf los, sondern nehmt wirklich eines von diesen Szenarien. Da gibt es mittlerweile sehr viele in den Büchern. Und dann funktioniert das ganze Spiel auch deutlich, deutlich besser. So, ja, die War Scrolls habe ich euch gezeigt. Und dann gibt es noch die War Scroll Battalions. Das sind im Prinzip die Formationen, wie man sie auch von Warhammer 40k kennt. Da sind ein paar Formationen drin, die es in den anderen Büchern bisher nicht gab, die es auch nicht als Download gibt. Das heißt, diese Formationen gibt es wirklich nur in den Büchern, werde ich euch im Einzelnen jetzt auch nicht zeigen, haben natürlich wie immer verschiedene Vorteile, je nachdem, was man sich da entsprechend zusammenstellt. Und es sind auch relativ viele, die man da so zur Auswahl hat. Ja, das ganze Buch hat über 140 Seiten, ich glaube fast 150 Seiten. Und wie bei jedem Buch von Age of Sigmar sind die Regeln hier hinten auch nochmal drin. Das heißt, die Regeln hat man auch gleich als Referenz. Sind hier nur 4 Seiten, passen in jedes Buch ganz gut rein. Ja, das ist das, was ich euch mal zu diesem Buch zeigen wollte. So sieht quasi ein Order Battle Tome aus. Vieles Bekannte, was man eben schon von den klassischen Warhammer 40k bzw. Fantasy-Armee-Büchern kennt. Insgesamt aber ein bisschen anders von der Aufmachung her. Es sind Szenarien drin. Es sind einfach, insgesamt kann man das mehr am Stück durchlesen als bei den Armee-Büchern, wo es eben mehr noch Nachschlagewerk war und ich würde mal sagen Arbeitsbuch. Okay, das war's für dieses Unboxing und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!